Hallo und herzlich willkommen zu Sonntags mit Lillis. Wir machen heute etwas thematisch zu Ostern, denn ich möchte euch heute zeigen, dass Illustration kein Hexenwerk ist. Illustration muss nicht immer kompliziert sein. Eine Zeichnung oder eine Malerei, eine Illustration kann auch simpel und einfach sein und dafür muss man kein Van Gogh, Picasso oder was auch immer sein. Wie ihr seht, habe ich relativ einfache Formen zu meinen vorbereiteten Karten ausgewählt und sie auch sehr simpel ausgemalt. Also sie sind schon fast kindgerecht. Also ihr könnt natürlich auch gerne eure Kinder dazu nehmen oder dieses Video auch euren Kindern zeigen, dass man für kleine einfache Tierchen, die passend zu Ostern sind, jeweils ein Küken, ein paar Hühner oder ein Häschen, dann könnt ihr gemeinsam kreativ werden. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Wir brauchen Buntstifte, wir brauchen einen Fineliner oder auch mit den Buntstiften könnt ihr natürlich auch ein Lettering draufschreiben und wir brauchen Papier. Zum Papier möchte ich nur ganz kurz sagen, dass es, wenn ihr Postkarten machen wollt, also das heißt, ne, es ist jetzt keine Klappkarte, man kann jetzt hier hinten was draufschreiben, braucht ihr relativ starkes Papier, aus dem einfachen Grund, dass es stabil ist, wenn ihr das wirklich so verschicken wollt. Wenn ihr das in einem Umschlag reinmachen wollt, dann ist es nochmal was anderes, aber wenn ihr das so hier verschicken wollt, sollte es mindestens 200 Gramm haben, am besten noch mehr. Das sind jetzt hier tatsächlich 200 Gramm, das ist ein Mixed-Media-Papier. Ihr braucht dazu jetzt auch gar nichts Besonderes. Ihr könnt auch einfache Kartons nehmen. Also jetzt hier kein Welp-Karton, ne? Also nicht diese Kartons, die man als Paket bekommt, sondern richtige Kartonage. Also das heißt, ihr könnt auch gerne Buntpapier, also hier so Buntkarton benutzen. Da könnt ihr euch wirklich ausleben. Ich schneide mir jetzt eben mal schnell die Papiere zurecht. Und dann können wir auch schon direkt loslegen. Ich möchte euch als erstes kurz zeigen, wie ich auf diese Form gekommen bin, beziehungsweise wie ihr diese Formen vorbereiten könnt. Und zwar, ich nehme jetzt hier mal einfach die Rückseite. Geht das ganz, ganz simpel. Noch ein Bleistift dazu. Meine Ausgangsbasis bei dem Küken und auch bei dem Huhn waren ein Kreis. Ist jetzt hier wirklich nur skizzenhaft, ne? Ein Kreis. Machen wir gleich mal zwei. Und für das Küken habe ich hier einfach auf der rechten Seite für den Kopf ein bisschen was verlängert und mit einem Bogen verbunden. Mehr habe ich gar nicht gemacht. Dann wird nur noch ein Schnäbelchen, ein Auge, zwei Füßchen hinzugefügt und das war's schon. Mehr muss es da gar nicht sein. Bei dem Huhn ist es tatsächlich ähnlich, da gehen wir auch nach rechts oben. Auch hier Schnabel, hier haben wir nur noch einen Kamm, ein Auge, die Füße. Etwas Entscheidendes fehlt aber noch und das ist natürlich hier hinten die Schwanzfedern. Ja. So markant werden wir das natürlich hier drauf nicht vorzeichnen, weil wenn wir mit dem Buntstift nachzeichnen, drückt das natürlich durch. Aber es ist wichtig, dass ihr euch vorher vielleicht wenigstens einmal auf einem Skizzenpapier das vorgezeichnet habt, damit ihr ungefähr wisst, wie die Formen aussehen. Und zu dem Hasen. Da habe ich tatsächlich nur so mit Tropfenformen gearbeitet. Da habe ich den Kopf, die Ohren und den Körper. Und das war's schon. Dann kommen hier Augen, eine Nase und dann ist das schon fertig. Das könnt ihr variieren. Schmaler, breiter, höher, niedriger. Also das könnt ihr total variieren, wie euch das am liebsten gefällt. Zu dem Lettering. Ihr müsst jetzt hier keine großen Lettering-Profis sein. Es reicht vollkommen aus, wenn ihr eine Art von Schriftform benutzt. Also wenn ihr jetzt kein Experte im Lettering seid, ist das überhaupt nicht schlimm. Dann macht doch einfach ganz normale, einfache Druckbuchstaben. Auch das könnt ihr hier auf dem karierten Papier super einmal probieren, indem ihr einfach gerade Buchstaben ordentlich schreibt. Ja? Und macht das auch in Ruhe, nicht zu schnell. Ihr könnt das natürlich aber auch in einer schönen Schreibschrift machen. Also ihr könnt euch natürlich auch Mühe geben mit eurem eigenen Schriftbild, wenn ihr denkt, dass es nicht so schön aussieht. Na? Das ist dann auch gar nicht so das große Problem. Ihr könnt da gerne zwei Schriften kombinieren.
So viel zur Theorie, so viel zur Vorbereitung. Mehr ist es gar nicht. Und wie gesagt, wir machen hier ganz einfache Sachen. Wir machen hier auch mit dem Buntstift. Ihr könnt auch eure Fasermaler nehmen. Ihr könnt mit Aquarell malen. Da braucht ihr aber natürlich das passende Papier. Ihr könnt sämtliche Medien nutzen. Nutzt das, was ihr da habt. Ich denke immer, Buntstifte, gerade vielleicht, wenn man auch Kinder hat, hat man definitiv zu Hause vielleicht auch ein paar Fasermaler. Man kann es auch ganz einfach und monochrom mit unterschiedlichen Farben machen. Ne? Also es muss ja nicht passend sein zu dem Tier. Es kann auch sehr kunterbunt natürlich sein. Nehmt eure Kinder, wie gesagt, mit dazu. Lasst den Kindern freien Lauf, hier was zu gestalten. Wir fangen mal ganz einfach mit dem Küken an. Dann nehmen wir einen gelben Buntstift. Auch hier. Ich mache es ganz vorsichtig. Ich weiß gar nicht, ob ihr das vielleicht erkennen könnt. Ich zeichne mir hier einen Kreis vor. Wie besprochen, gehe ich hier hoch. Gehe ich nach rechts oben mit zwei Linien und füge die mit so einem Bogen zusammen. Und dann male ich das relativ krakelig und mit unsauberen Rand. Also ihr könnt das natürlich auch mit einem sauberen Rand machen. Aber das kann auch ruhig ein bisschen struppig aussehen, das kleine Küken. Muss auch nicht alles flächendeckend ausgemalt sein. Dann nehmen wir den Fineliner, dann kommt ein Auge, der Schnabel, und die Füßchen. Ich finde, wenn es so aussieht, sieht es immer aus wie diese kleinen Puschelkükchen. Kennt ihr die? Vielleicht aus dem Bastelbedarf? Ich kenne die von früher noch aus meiner Kindheit. Die gab es immer zur Dekoration immer dazu. So eine kleinen Puschelkükchen. Ich habe jetzt gar keins hier, euch um eins zu zeigen. Aber so, finde ich, sind die super simpel, super einfach. Man erkennt, was es ist. Und hier können wir das jetzt natürlich, um noch ein bisschen Farbe reinzubringen, um vielleicht auch ein bisschen die Frühlingsboten reinzubringen, können wir dem kleinen Küken ganz einfach noch eine Blümchenhaube aufsetzen. Ja? Wir machen hier auch gar nicht kompliziert ein kleines Sternchen. Ja, vielleicht auch mit unterschiedlichen Farben. Hier ein rosa oder ein Lachs ist das, glaube ich, genau, lachsfarben. Dann haben wir hier ein Karmosin und dann nehme ich mir einfach noch ein Grün. Und male einfach nur ein paar Blätter dazu. Und fertig ist unsere kleine Illustration. Ihr habt gemerkt, es hat jetzt 1, 2, 3 Minuten gedauert. Und wenn ihr euch jetzt vielleicht denkt, oh, die Herausforderung ist jetzt das Lettering, dann, wie gesagt, macht euch da jetzt nicht so ein Hehl draus. Nehmt ganz einfache Druckbuchstaben oder eine einfache Schreibschrift, gebt euch Mühe mit eurem Schriftbild und dann seht das, also nehmt euch vor allen Dingen Zeit, macht das nicht so husch-husch. Wenn ihr natürlich eine schnelle, schöne Handschrift habt, könnt ihr das auch husch-husch machen. Aber ansonsten macht es in Ruhe, macht es einfach und ihr könnt euch auch immer mit dem Bleistift eine leichte Linie vorziehen. Oder ihr macht es freihand. Das liegt ganz bei euch. So, ihr könnt das jetzt so lassen. Ihr könnt aber hier auch diese Fake-Kalligrafie. Ja, also das ist jetzt mal ein ganz kurzer Crashkurs, denn diese Fake-Kalligrafie, finde ich, die muss man immer nicht nur bei wunderschönen Lettering machen, die kann man natürlich auch in seine eigenen Handschrift einbauen, indem wir die abführenden Linien, ne, also die Linien, die nach unten mit dem Stift gezogen wurden, einfach etwas dicker nachziehen, beziehungsweise eine zweite Linie ransetzen und den Inhalt dann ausfüllen. So sieht das, gibt es einfach, es rundet das einfach ab. Und dann haben wir die erste Karte schon fertig. Also ihr merkt, es geht super simpel, super einfach und schnell vor allen Dingen. Ich kenne das ja manchmal selber von mir auch, da hat man dann nicht immer unbedingt die Geduld. Also, Küken Nummer 1 ist fertig. Kommen wir zum Hasen, ne, zu dem hier.
Dann nehme ich mir jetzt einfach einen braunen und auch hier zeichne ich mir wieder ganz leicht vor. Und auch diesen male ich jetzt einfach mit ein bisschen krakeligen Linien aus. Könnt euch hier natürlich auch den Puschelschwanz vormarkieren, dass ihr den nicht mit ausmalt, wenn der weiß bleiben soll. Und überlappt ruhig immer die einzelnen Linien, ne? In den verschiedenen Ebenen, also von oben nach unten. Dann haben wir hier ein Häschen. Auch hier kommen wieder mit dem Feinliner zwei Äuglein und die Nase. Und genauso wie bei dem Küken können wir dem Hasi, also entweder ihr setzt dem einen kleinen Blumenkranz auf, wie schon gerade bei dem Küken, oder ihr setzt den einfach in ein bisschen grünes Gras. Es muss gar nicht kompliziert sein. Nehmt euch hier so zwei Stränge raus. Und auch da können wir so Blümchen hinmalen. Ganz simpel, ganz einfach. Und auch hier wieder ganz einfach frohe Ostern. Schnell, einfach, niedlich, hübsch. Ich finde, das sagt alles aus. Ihr könnt hier auf der Rückseite immer noch einen Text draufschreiben. Ihr könnt hier auch dieses typische, diese typische Postkarten und hier die Briefmarke hin. Könnt ihr euch natürlich auch vorzeichnen. So, malen wir noch das Huhn. Dann haben wir es, oder? So, das Huhn, das mache ich auch braun. Dann nehme ich jetzt ein anderes. Auch hier zeichne ich wieder einen Kreis vor. Es muss nicht perfekt sein. Der Kopf nach rechts oben mit einem Bogen verbunden. Hinten kommen noch die Schwanzfedern und dann können wir das Ganze auch schon ausmalen. Könnt jetzt hier auch natürlich mit einem zweiten Braun, wenn ihr denn möchtet, könnt ihr hier unten noch so einen Schatten ransetzen. Könnt den Flügel vielleicht ein bisschen hervorheben. Ja, wenn ihr wollt, auch ein bisschen an den Schwanzfedern. Und auch hier kommt das Auge, der Schnabel. Die Beine. Und dann könnt ihr das mit dem schwarzen Feinliner, das habe ich nämlich hier mit jeweils zwei unterschiedlichen gemacht, könnt ihr den Kamm mit dem schwarzen Feinliner oder ihr macht den Kamm mit dem Orange oder mit dem Rot.
Und auch diesem Hühnchen könnt ihr gerne einen Blumenkranz aufsetzen. Ihr könnt es in grünes Gras setzen, wie wir es hier auch gerade schon gemacht haben. Machen wir denn den Hoppelhasen? Hier ist der Hoppelhase. Oder ihr lasst es einfach so. Also das liegt ganz, ganz bei euch. Und ja, hier kommt auch nur noch ein frohes Ostern. Ihr könnt in der Höhe der Buchstaben natürlich auch variieren. Das muss nichts Exaktes, also wie sagt man, nichts Kompliziertes. Also es muss nicht immer irgendwas extrem Detailliertes sein. So, wir haben jetzt hier im Binnen von ein paar Minuten diese drei kleinen Postkarten kreiert. Ich hoffe, euch gefallen die. Und ich kann euch damit ein bisschen inspirieren, vielleicht zu Ostern dieses Jahr selber Postkarten zu machen oder vielleicht mal etwas andere Postkarten zu machen. Wenn ich euch inspirieren kann, euch motivieren kann, dann freue ich mich. Wenn ihr eure Ergebnisse teilen wollt in den sozialen Medien, markiert mich gerne mit Hashtag Sonntags mit Lillis und natürlich auch mein Profil mit @lillis.berlin. Und ja, wenn ihr mehr solcher einfachen Videos und Erklärungen sehen wollt, lasst mir gerne ein Abo und einen Daumen für das Video hier. Ich freue mich auf jeden Fall. Beim nächsten Illustrationsvideo ist Ostern schon vorbei. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Frühlingsstart. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt kreativ und bleibt vor allen Dingen gesund. Tschüss!